Mai 1945. Nach der Kapitulation des NS-Regimes sind in großen öffentlichen Gebäuden, auch in den Schulen, die Soldaten der Besatzer untergebracht. Verletzte, Ströme von Flüchtlingen. Etliche Schulen können erst mehr als ein Jahr nach Kriegsende wieder den Betrieb aufnehmen. Die Gebäude sind nach Abzug der Besatzungssoldaten in den meisten Fällen nahezu unbrauchbar. So schreibt der Schulleiter der Handelsakademie Steyr in seinem Jahresbericht 1945, die erste Sorge der Schulleitung ging dahin, das Gebäude in einen Zustand zu bringen, der die Eröffnung des Unterrichts überhaupt möglich machte. In Linz hat das Problem bestanden, dass ja nicht nur Häuser zerstört wurden und Schulen zerstört wurden, also viele Menschen keine Unterkunft hatten oder der Schulbetrieb in Baracken stattfinden musste, sondern zusätzlich wurde diese Wohn- und Unterbringungssituation noch erschwert durch die vielen Flüchtlinge, die ins Land kamen. Die Amerikaner sprachen von Displaced Persons, versetzte Personen aus unterschiedlichen Nationalitäten, die von der NS-Herrschaft geflohen waren oder 1945 etwa aus den Osten geflohen waren, aber auch die vielen vertriebenen Volks- und Sudetendeutschen kamen nach Linz und vergrößerten die Infrastrukturprobleme der Stadt noch weiter. Ich habe schon in 1945 gewohnt, dann ist die Schule wieder losgegangen. Da habe ich beigehört nicht in die Volksschule gehen, die war besetzt mit den Russen, da war das russische Lazarett in Breigern in der Volksschule. Haben wir da rund, wo jetzt die Bruckmühle ist, sind wir in die Schule gegangen. Dann, ne? Und das war ein ganz notdürftiger, großer Raum, da sind wir drin gewesen. Da sind nicht nur wir drin gewesen, sondern mehr Klassen. Da haben wir da notdürftig, das war es ja. War eigentlich ein schöner Bau, nur waren zu viele Kinder da und da hat man eine Klasse in ein gewesenes RAD-Lager verlagert, wo auch der Kindergarten war. Und dorthin, ich war ein junger Mann, bin ich dann im zweiten Dienst ja mit meiner vierten Klasse übersiedelt. Ja, aber da sind wir dann zwei Klassen gewesen. Und in der dritten, da haben wir die Tage haben wir erst ein Klassentreffen gehabt. Und da haben wir in der dritten Volksschule waren wir 81 Kinder. In einer Klasse, weil keine Lehrerinnen war. Jetzt sind wir die alle zusammengekommen. Ihr lange Bängen, das habe ich da geredet, 5 Meter waren die Bängen lang und da sind wir nach der Reihe drin gesessen. Auch wenn die langsame Wiederaufnahme des Schulbetriebs eine Rückkehr in die Normalität bedeutet, ein Aufatmen und Aufleben und ein Hauch der Freiheit in Gesellschaft und Schule spürbar werden, Probleme gibt es zuhauf. Auch an den Schulen. Die Frage nämlich, wie geht man mit einer Bildungseinrichtung um, die in den vorangegangenen Jahren Instrument der Vermittlung eines totalitären und menschenverachtenden Gedankenguts war? Man darf nicht vergessen, dass in der Ersten Republik viele Intellektuelle, die meisten Lehrer, deutschnational orientiert waren. Und vom Deutschnationalismus zum Nationalsozialismus war für viele nicht mehr ein so großer Schritt. Und es wäre ein Irrglaube, wenn man meint, 1945 haben die zu 100% ihre politische Überzeugung geändert. Das heißt, latent hat in manchen Teilen der Bevölkerung weitergelebt die Vorstellung, es hat ja auch gute Seiten des Nationalsozialismus gegeben. Oder nicht alles war falsch. Und das ist natürlich ein Problem, dass bis heute viele nicht erkennen, dass die nationalsozialistische Ideologie unteilbar ist. Positive Sozialmaßnahmen für die einen waren immer verbunden mit Ausschluss, Verfolgung von anderen.
die Ausbeutung, die Verfolgung, die Vernichtung von Teilen der Bevölkerung war untrennbar verbunden mit sozialen Zuwendungen für Volksgenossen.